Dann sehen Sie echt fertig aus. Nehmen Sie es, bloß 95 Mark hält eh nicht lang. Ja, muss man unheimlich viel von nehmen. Die Poren schlürfen das so richtig in sich rein. Moment, ich komme sofort. Oder eben 165 Mark, das größere Töpfchen. Da sehen Sie 3 Monate fertig aus, nicht nur 4 Wochen. Haben Sie so gesehen mehr davon? Ich wollte eigentlich nur einen Lippenstift. Oh, da habe ich einen, der echt scheiße schmeckt. Der krümelt außerdem und verläuft am Rand. Dann haben Sie so eine Oberlippe, die sieht dann so aus, wie kennen Sie das, so ein Alpental auf einer Landkarte, wo so viele kleine Flüsse entspringen, alle in Nord-Süd-Richtung mit vielen kleinen Windungen. So sieht Ihre Oberlippe dann aus. Farbe würde ich mal sagen, einen bläulichen Rosaton. Da sehen Sie so ein bisschen herzkrank aus. Wenn Sie sowieso nicht so ganz gesund sind, möchten Sie dann vielleicht was Allergiegetestetes? Haben wir da. Alles getestet in Hunderten von Versuchen. Mögen Sie Tiere? Wecke der Alpentäler. Ich wollte ja in Urlaub fahren, aber das sind nicht akut Sonnenschutzmittel. Also unter Lichtschutzfaktor 28 verkaufen wir so gut wie gar nichts mehr. Ich meine, da können Sie im Grunde gleich zu Hause bleiben. Ja, würde ich Ihnen sowieso raten. Überlegen Sie doch mal, jetzt mal ernsthaft. Wenn Sie sich eine Stewardess vorstellen und eine Nonne, wer von beiden hat die frischere Haut? Also bleiben Sie zumindest in geschlossenen Räumen. Bleiben Sie doch einfach mal zu Hause im Urlaub. Lesen Sie doch einfach mal zu Hause ein gutes Buch. Wirklich toll ist zum Beispiel Anna Karenina von Tolstoi. Russland. Gibt's das? Da lernen Sie auch ein anderes Land kennen. Augenblick, ich komme sofort. Oder wenn Sie Frankreich lieber mögen, Rot und Schwarz von Stendhal. Ja, das habe ich auch mal angefangen. Ein wunderbares Buch. Ist alles drin, was man braucht. Liebe, Leidenschaft, Intrigen und so klasse geschrieben. Oder eben die Jüdin von Toledo von Feuchtwanger. Spanien ist auch schön für einen Urlaub. Und ebenso hochaktuell, obwohl es im Mittelalter spielt. Da geht es darum, dass Juden, Christen und Mohammedaner zusammen in einem Land leben. Das hat er vor über 40 Jahren geschrieben, der Feuchtwanger. Und kein Mensch redet davon, dass es dieses Buch überhaupt gibt. Da bin ich Ihnen direkt dankbar für die Beratung. Klar, ist doch meine Aufgabe. Halt! Sie kriegen noch ein Gröbchen. Gegen Zellulitis, garantiert ohne jegliche Wirkung. Nochmals vielen Dank. Alles Gute. Habt ihr schon die Feuchtwanger-Nachlieferung gekriegt? Es kommt wieder jemand.